Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und einer weiteren Folge von Hearthstone Heroes of Warcraft. So, es ist ein neues Solo-Abenteuer verfügbar. Und zwar Gräber des Grauens. Die Forscherliga ist wieder vereint. Schließt euch hier an und helft ihr, mächtige uralte Schätze zu bergen und die Welt zu retten. Uldum, Akt 1. Riecht ihr auch die Schätze? Erkundet die verlorene Stadt Tolvir und setzt der Morlock-Plage ein Ende. Der Haken Morlocks überall. So, das erste Kapitel ist gratis. Eine Morlock-Plage strömt aus dieser verfallenen Stadt. Das müssen wir untersuchen. Okay, der hat 300 Leben scheinbar. Auf in die Wüste. Drei Decks gibt's, okay. Darauf haben wir uns alle vorbereitet. Wir vier sind stärker und flexibler als je zuvor. Scheinbar gibt's Kombo-Decks. Magier und Schurke, Paladin und Schamane erfordert Kapitel 2. Aber da Schamane eh nicht so ein Fan bin und Magier und Jana spiele, nehmen wir doch gleich das. Die anderen sind erst ab Akt 3, 4, 5. Das ist meine Chance auf ein paar Schätze. Ein Forscherschatz. Diesmal wählt man einen von Beginn an. Verleiht einem Diener +2/+2 und Zauberscham +2. Das ist natürlich nett. Die anderen schaltet man scheinbar frei, wenn man die Bosse besiegt. Und sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Mit Zauber und 250 Schaden, Kombos 30 Stück. Heldenfähigkeit, verursacht 1 Schaden, Kombo stattdessen 2. Boah, und Dex, ey, man hat so viel Einfluss jetzt. Plündere ich mir in der Wüste zusammen. Dann der Zaubernovize. Immer einer nach dem anderen. Reno gegen Leutnant Hering. Hering. Übel, hä? Ich hasse die Typen. Okay, also unsere Gegner sind jetzt alles Morlocks. Oh, beide Decks, also in meinem auch. Was haben wir hier? Verleiht auch Morlocks Eiferer. Ihr wollt einen Zauber wirken? Das will ich auch. Ich könnte den spielen. Natürlich ist nur zwei Angriff, wenn ihr einen Zauber wirkt. Nee, ich glaube, dann mache ich lieber so. Und das hebe ich mir auf als Beischaden. Weil es gibt auch stärkere. Beim Ziehen gewirkt, ruft eine zufällige Anzahl an Murlocs herbei. Eine zufällige Anzahl hätte also 1 bis 7 sein können. Und ich ziehe einen. Waffe von einer Klasse. Zufälliger Zauber? Nee, lieber nicht. Dann mache ich das lieber so. Und so. Das klingt doch gut. Eine starke Waffe. Ah, habe ich mir fast gedacht, dass er das macht. Geht für alle. Mein armer Zauberlehrling. So, aber das ist nicht wichtig. Weil jetzt kommt der Damage durch. Oh nein, für ein Mana. Was? 5. Jetzt habe ich aber auch hier 5. Mache ich 8 Schaden, genau. Der Sieg ist mein! Schaut euch diese bildschöne Beute an! Hm, was soll ich nehmen? Alles Passive. Nachdem ihr einen Zauber gezogen habt, werden seine Kosten in diesem Zug auf 0 verringert. Also jeden Zauber müsst ihr sofort spielen, ansonsten kostet ihr was.
Verwandelt am Ende eures Zuges einen befreundeten Diener in einen, der eins mehr kostet. An sich nett, aber da ich hier nur Diener habe, die irgendwie, oder primär Diener habe, die einen bleibenden Effekt haben, wäre es blöd, das zu machen. Alle meine Diener sind stärker und haben Spott, ist an sich ganz nett. Ring der Titanen oder das? Warte, was habe ich denn für Zauber, die ich sofort spielen müsste? So, werden sie auf 0 gezogen. Also wenn ich in einem Zug mehrere Zauber ziehe, dann... Ich habe eigentlich schon Zauber, die ich auch sofort spielen könnte. Machen wir mal das. Ich habe ein paar neue Tricks auf Lager. Magische Tricks. So, Geheimnisse. Machen wir mal Geheimnisse. Da sind nämlich zwei Zauber dabei. Profitieren wir gleich von unserer Fähigkeit. Kann ich das gleich spielen, wenn ich es auf der Hand habe, ob das zählt? In dem Zug, wo ihr es gezogen habt, das ist ja dann Zug 1. Zählt nicht, weil es als auf der Hand zählt. Das ist ja schade. Und das zählt auch nicht, warum das nicht? Gezogen. Erhalte deine zufällige Karte. Eine Karte erhalten zählt nicht als ziehen. Das ist ja auch doof. Was hat mein Gegner für eine Fähigkeit? Ich verursache 2 Schaden, nachdem wir einen Zauber gewirkt habt. Der Schaden wird zufällig auf alle Pfeile verteilt. Verursache 2 Schaden, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Okay. Das ist cool. Den könnte ich jetzt spielen. Ja, einen Helden angreift, greift er stattdessen seinen Nachbarn an. Damit könnte ich ihn jetzt auch mit den beiden töten. Ich könnte auch so machen. Aber das wäre eigentlich zu verschwendet. Aber eigentlich hätte ich gerne das hier. Gut gespielt. Hätte ich ihn mal getötet. Aber das weiß man immer nie. Aber ich kriege ihn auch so tot. Und zwar könnte ich jetzt eigentlich mal sowas hier machen. Oder wenn ich das mache, ist der 7-10. Damit kriege ich den Instant Down. Dann hat der Zauberschaden plus 2. Dann mache ich schon 4 Schaden. Ja doch, das sieht cool aus eigentlich. Der magische Magierhut. Der macht tot oder lebendig. Ah, müsst die 1 verursachen. Habe ich falsch gelesen. Der ist ja mutig, aber ich werde ihn jetzt trotzdem schon überrennen können. Ich kann das Mana schmecken. Ihr werdet neutralisiert. Chaka. Der war nett, der kann ich gerne häufiger kriegen. So, weitere Zauber. Ein Zwillingszauber, das ist doch sehr nett. Und diesen Vogel. Kriege ich jedes Mal einen Diener, wenn ich einen Zauber spiele. Stellt eine Karte aus dem Deck des Gegners und haltet sie auf die Hand. Das ist ja mies. Für 3. Den muss ich schnell töten, sonst klaut er mir mein Deck. Schicker Mann, hast du schickes Zeugs? Finger weg von meinen Taschen! Ein Abenteurer, der beklaut wird, auch witzig. Ihr wollt ein Zauber wirken? Das will ich auch.
Schade, dass das nicht zählt, wenn ich irgendwie durch Karteneffekte Zauber ziehe, dass da meine passive Fähigkeit getriggert wird. Und Eifer, Mist. So, wenn ich den spiele, habe ich ziemlich schnell eine starke Karte. Klaut er von meiner Hand? Ne, er klaut vom Deck. Fügt ihm 2 Schaden zu, wenn er bereits eingefroren ist. Damit kriegt er 2, dann könnte ich ihn töten. Habe ich aber nur noch 1 Mana. Damit könnte ich auch... Ach komm, scheiß auf seine Fähigkeit. Aber wenn ich das spiele, dann kriege ich seinen nicht tot. Nee, dann warte ich lieber doch noch. Und zwar spiele ich einfach so. Okay, er hat einen Diener gespielt. Damit habe ich eigentlich am meisten Mehrwert, aber der könnte relativ schnell sterben. Du warst schon schlimmer dran, Reno. Gazoo! Tod daneben! Gleich so einen starken bekommen. Oh nein! Tauscht eure Decks? Ah ne, nur die oberste Karte. Wenn ich das spiele, 1, kann ich den, kann ich so, macht nicht viel aus. Wie viel würdet ihr dafür bezahlen? Das nehme ich! So ist das besser. Na toll. Das war meine Karte. Braucht ihr etwas Ausgefallenes? So, jetzt hat er eine starke, aber. Jetzt mache ich so. Damit macht das schon mal 5 Schaden. Halt, ich mache 7 Damage. Gehen wir voll aggro. Auf den, achso. Okay. Das war dumm. Er hätte ihn doch vorher schon töten können, ohne den Zauber zu verschwenden. Allein so kann ich ihn schon töten. Wählt einen Diener, füllt eure Seite des Schlachtfeldes mit 1-1 Kopien. Bei dem würde es Sinn machen, bei dem würde es Sinn machen. Bei ihr. Bei ihr. Kopien, also wenn ich auf einem vielleicht sowas drauf habe, dann hätte der auch Zauberschaden. Vernichtet ein Diener, erhält das Doppelte des Angriffs und Leben des vernichteten Dieners. Vernichtet einen Diener, das kann also auch meiner sein. Was haben wir hier? Winzernet, +2/+1, nachdem euer Held einen Diener angegriffen und vernichtet hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Diener töte, wird die Waffe stärker. Das klingt eigentlich sehr nett. Am Anfang ist sie 1-3, dann ist sie 3-4. Dadurch schaffe ich es ja eigentlich immer wieder, einen zu töten. Das nehme ich mal. So, Zauberschaden, Zauberschaden. Sehr gut. Combo. Ah, Inspiration ist nett.
Aber das finde ich besser. Vor allem Deutschfächer mit in Kombination mit irgendwelchen Zauberschaden plus. Hier kann ich Helfer rekrutieren. Ich nehme an, das ist das Gasthaus. Ja. Abenteuerdeck verändern. Puh, endlich mal ein paar freundliche Gesichter. So ein reisender Händler zu sein, stört mich nicht. Das entdeckt eine Waffe einer zufälligen Klasse, fügt sie mit plus 2 zu eurem Deck hinzu. Einer zufälligen Klasse, aber ich entdecke sie, okay. Entdeckt einen Zauber, fügt ihm euer Abenteuerdeck hinzu, er startet immer, auch nett. Diener fügt ihm euer Deck hinzu, wird er befreundet und entfernt ihn aus dem Deck. Nee, das, die finde ich beide nett. So auch wenn der dem Gegner auch einen Zauber gibt. Die würde ich aber alle nicht weghauen wollen. So, gibt es einen Gegner? Waffe, 3-2 auf die Hand. Lohnt nicht. Diener auf die Hand, lohnt nicht. Die würde lohnen. Vor allem, weil die Traumkarten noch fast alles Zauberkarten sind. Der würde eigentlich auch lohnen. Aber da ich auf Zauber spiele, mache ich den. Und dann mache ich das hier mit dem Zauber noch. Füge dem Diener 3 Schaden zu, erhaltet eine Münze auf die Hand, falls er stirbt. Ah ne, ist nicht das, was ich dachte. 3 Schaden. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener zum Aufhören 3 Todesröcheln. Für 4 3 Schaden machen. Und eine Münze gibt mir ein zusätzliches Mana. Finde ich jetzt eigentlich nicht so viel. Die einen Schaden verursachen. Tja, aber irgendwas hat doch die. Gedacht da draußen. So, machen wir erstmal Pause. Bis zur nächsten Runde.